Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und da wollte ich euch was ganz Besonderes zeigen, und zwar den neuen Premium, den Scorpion M56. Und ja, an dieser Stelle, ich habe ihn ja einmal schon vorgestellt in einem Preview-Video. Da habe ich ihn auch kurz angezockt. Aber, naja, es ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn ich da von euch ein Replay bekomme und da auch dementsprechend guten Damage zeigen kann. Also deswegen hier jetzt der Scorpion. Bekanntermaßen, er hat, also Panzerung kann man es nicht nennen. Es ist 1-1-1-1, also auf Panzerung solltet ihr in keinster Weise euch verlassen. Also das ist definitiv ein Sniper und so soll er auch gespielt werden. Er spielt hier der EKS Flair zusammen mit Beschädiger. Beide im Scorpion unterwegs. Und da drüben ist schon ein bisschen was offen. Der Turm ist nicht drehbar, also er ist schon gewissermaßen drehbar nach links und rechts, da auch recht weit im Verhältnis. Allerdings aber eben praktisch nicht um 180 Grad, also wenn man nach hinten mal eben zielen, geht nicht mit dem. So, und jetzt wird gesniped. Wie gesagt, so solltet ihr den auch spielen. Also wer da irgendwie auf, naja, auf Frontsau macht, der wird schnell Probleme bekommen. So, da drüben den Leopard. Verschießt er. Was ich schon sehr sympathisch finde, der hat keine Premium-Munition dabei. Durchschlag ist 219, das ist nämlich eh allerhand. Und das für einen 7er, das kann man schon aus oder so stehen lassen. Und 7 HE-Granaten hat er auch noch dabei, aber wie gesagt, alles andere. Oh, als kennt ihr ihn nur. Alles andere habt ihr natürlich in der Preview von dem Panzer von mir ja schon gesehen. Also von dem her brauche ich euch da jetzt den vielleicht nicht nochmal genauer vorstellen. Neben dem, der es verpasst hat, der kann es gerne mal anschauen. So, da vorne, da kommt jetzt dann deutlich mehr. T28. Sturer Emil und ein KV. Der T28, wie hat's denn der ins Gefecht geschafft? Ach, so hat ein Zug gebildet mit dem KV-1. Alles klar, so. Jetzt auf den sturen Emil. Hat nicht getroffen. Kurios. Eigentlich ein sehr, sehr schönes Ziel. Und da trifft er leider nicht so, wie er treffen wollen würde. Jetzt hat er keinen Bock mehr, geht auf jemand anders. Und kaum geht er auf den KV, geht's auch. So, Auto-Aim. Macht seinen Zugpartner weg. Und jetzt auf den VK. Und wie gesagt, wenn er snipen kann, dann kommt man da echt oft und gerne beim Gegner durch, weil der Durchschlag selber, der ist, wie schon gesehen, aller Ehren wert. Aber man hat auch gesehen, sein Partner, der Scorpion hier in dem Fall, ist schon zerstört. Der war offen und eben, wenn man offen ist, geht es ganz, ganz, ganz schnell. Aber wie gesagt, da ladet ein guter Gegner mal schnell HE durch und dann war's das. So, hier ein ehrfürchtiger Tiger 1. Der sich aber mal gleich wieder versteckt hat sozusagen. Tarnnetz ist an, das ist sehr sinnvoll. Also ich würde den auch auf jeden Fall mit Tarnnetz spielen. So, und da ist jetzt der VK. Jetzt bewegt sich aber. Er muss da eben aufpassen, dass er nicht aufgeht, beziehungsweise da nicht beschossen wird. Wie gesagt, dann ist schnell Ebbe. So, der VK dürfte jetzt gleich weg sein. Den macht er weg. Und jetzt auf den Tiger 1. Aber wenn er seine DPM ausspielen kann, dann ist er wirklich, wirklich stimmig. Man muss halt wirklich nur dann eher zu den defensiveren Spielern gehören, dass das funktioniert. So, Tiger 1 blind rausgenommen, sehr schön. Jetzt der Type. Auch der kommt gut an. Na, schade, schade. Wäre ein schöner Kill gewesen, aber an dieser Stelle natürlich hat es nicht geklappt. UI und Dicker Max sind auf der 6er Linie. Sie sind direkt am Übergang. So, und wir sehen, er lässt sich hier auf jeden Fall Zeit. Will hier nicht vorne mit reinrushen. Es ist halt einfach auch so. Der gehört halt nicht an die Front.
So, der Jagdpanther und der sture Emil, aber jetzt hat er den sturen Emil endlich auch geschossen und getötet. In dem Fall eigentlich zerstört. So, Jagdpanther stand in Flammen, hat gelöscht. Jetzt der letzte Schuss, kriegt er den Kill? Ja, kriegt den Kill, sehr gut. Damit ist er schon bei 4 an der Zahl. 3 Gegner noch vorhanden, also der Krieger ist noch drin. Und eben, man sieht es auch ganz gut jetzt hier, die Geschwindigkeit ist auf jeden Fall sehr ordentlich. Also man kommt und kann gut mal die Stellung wechseln, also das ist wiederum was, was für den Panzer spricht. So, jetzt hör mal, unterbind mal, weil das ist rein und raus gesumme vom EKS. So, Hellcat kommt, ist da drüben jetzt offen, kommt aber nicht ran. Dementsprechend konzentriert er sich auf die beiden, für den dicken Max und den UI, der nicht nur dick im Namen trägt, sondern auch noch dick ist. So, Hellcat macht den M4 weg, jetzt ist nur noch der Leopard hinten gegen die Hellcat, aber ein IS schießt auch noch drauf. Er wiederum steht jetzt hier im Busch und wartet und hofft, dass die aufgehen. Und da ist er doch schon, der UI. Da prallt er ab. Dicker Max hat weniger HP, deswegen will er den erstmal raushaben. Aber der zieht sich im letzten Augenblick noch zurück. Dementsprechend geht er wieder auf den UI. Und jetzt kommt er auch durch. Er schießt hier in seine Richtung. Kann mir nicht vorstellen, dass er offen ist. Also das war dann doch blind. Aber hier, der Durchschlag ist einfach fabelhaft. So, die beiden rund Hellcat und VK fahren hier nicht auf die Gegner drauf. Wobei die beide so angeschlagen sind, also die brauchen ja beide nicht mehr viel und zumindest der VK kann sich ja locker noch einen einfangen. Wobei OI darf man nicht unterschätzen wegen der Kanone. Und er schreibt auch, that was close. Und da ist der dicke Max. Und den macht er jetzt weg, macht seinen 5. Kill. Jetzt wird spannend, macht er den 6. auch noch. Komm schon, Junge, da ist er. Er kommt nicht drauf. Doch, er kommt drauf. Ah, da hat er aber ganz wenig Silhouette. 23 HP hat er noch. Oh, jetzt ist der tot. Jetzt ist nur noch praktisch die Hellcat da für den 6. Kill. Und da kommt er nicht drauf. Oh, aber auch wieder mal ganz wenig zu sehen. Ich wollte gerade sagen, jetzt vielleicht mal die Hände in die Hand. Die Beine in die Hand. Und los geht's. Hände in die Hand. Das ist mal ein neuer Spruch. So. Die gegnerische Hellcat räumt hier auch sehr gut auf. 6 Kills hat sie auch schon. Oh, 7 HP. Und jetzt kriegt er den Last Shot noch drauf. Ja, er prallt ab. Gibt's denn das? Oh, jetzt ist sein Hauptgeschütz auch noch tot. Habe ich gesagt, sein Hauptgeschütz tot? Ich meinte natürlich zerstört, also... Seht mir meine sprachlichen Skills gerade nach, aber irgendwie kommt dieser Unsinn gerade einfach aus meinem Mund. Der VK cappt hier und will wahrscheinlich auch durchcappen. So, er bittet jetzt die Hilfe vom VK. Aber wie gesagt, mit der HP-Anzahl, ich würde HE durchladen und den einfach jetzt wegmachen. Weil so viel Schaden macht der Hellcat selbst mit HE nicht an ihm. Aber er macht es nochmal spannend damit. So, der VK ist auf der anderen Seite gefahren. Und damit kann er ihm nicht helfen. Kritischer Treffer, unglaublich. So, jetzt aber... Ja. Jetzt wurde der Motor nochmal kritisch getroffen. Dementsprechend ist der Arsch gewesen, aber egal. Sinnlos, weil 6 Kills und über 4000 Schaden. Ja, das hat man, glaube ich, den ganz gut gesehen. Sieht, dass er nichts aushält. Sieht, dass er schön austeilen kann. Und dementsprechend spielt ihn auch so. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr wisst ja, lasst mir gerne einen Daumen da. Und die neuesten Panzer seht ihr wie immer auf meinem Kanal. Bis bald, euer Alcaramba.